Ja, ja, es müllert wieder. Zwar nicht auf dem Platz, dafür aber in einer Barilla-Werbeküche abseits des Spielfeldes. Da zeigt der Publikumsliebling, dass er das Tricksen mit runden Gegenständen noch nicht verlernt hat. Jetzt wartet in der Königsklasse der FC Arsenal und Thomas Müller weiß: Wir sind der FC Bayern und wir haben immer hohe Ansprüche an uns selbst und auch ans Ergebnis. Also wir wollen auf jeden Fall in die nächste Runde, wissen aber natürlich, dass einem nichts geschenkt wird. Also es wird spannend. Spannend auch immer der Umgang von Thomas Müller mit der Presse. Vor allem seine Torflaute in den vergangenen Monaten Gesprächsthema Nummer 1. Frau Lisa kennt den alltäglichen Medienwahnsinn nur allzu gut und schlüpft in die Rolle der rasenden Reporterin. Sie haben für heute verloren. Warum haben Sie heute verloren? Warum haben Sie heute kein Tor geschossen? Ja, du versuchst auf jeden Fall, dich schon mal in so einen Fußballer hineinzuversetzen. Ja. Und Journalisten etwa nicht? Ich versuche, je älter ich werde, immer mehr Verständnis aufzubringen für die Journalisten. Weil die haben auch nicht unendliche Spektren an Fragen, sondern die müssen auch zu gewissen Themen was liefern und Antworten bekommen. Also ich nehme es mittlerweile eher mit Humor. Den beweist er ja auch allzu oft während dem Spiel und in den Interviews danach. Aber wie sieht es denn sprüchetechnisch bei Familie Müller eigentlich zu Hause aus? Wie witzig, das ist nur für die Kamera. Ja, das ist nicht schlecht. Sie lernt. Nee, sie manchmal ist ja so, dann drückt sie mir auch wirklich einen guten Spruch. Und sagt sie immer, ja, das hat sie von mir gelernt und jetzt hat halt der Schüler den Meister dann überholt. Also ich muss mich schon mal in Acht nehmen. Aber diese kleinen Reibereien, das tut uns auch gut und das macht uns auch Spaß. Im Privaten also alles im Lot. Sportlich gesehen hat Müller in dieser Spielzeit noch Luft nach oben. Der Respekt vor Champions-League-Gegner FC Arsenal zwar hoch, diese Tatsache aber eine positive Antriebsfeder der Motivation. Das zeigt, dass sie auch dieses Jahr wieder eine Top-Mannschaft haben. Und dementsprechend ist die Motivation sehr hoch. Um in diese Spiele zu kommen, am Abend Champions League, K.O.-Spiel, da war es früher schon so, wenn man vorm Fernseher saß. Das wollte man sehen, da hat's gekribbelt. Und sollte das Champions League K.O.-Phasenkribbeln Thomas Müllers Torflaute lösen? Frau Lisa hätte im Fall der Fälle bestimmt eine passende Belohnung parat.